Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Es geht jetzt los mit der dritten Liga. Ich habe nur die 6 Spiele prognostiziert, in denen es noch um was ging. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Ist sowieso diese Woche sehr, sehr stressig gewesen mit den 3 Prognosen. Hat aber auch Spaß gemacht. Aber ja, da mussten jetzt 4 Spiele drunter leiden. Tut mir auch etwas leid, aber es ging nicht anders. Es geht aber noch um den Aufstieg, um den Abstieg, um dieses und jenes. Wir sehen's. Rostock-Lübeck, Mannheim-Oerding, Meppen-Duisburg, Bayern gegen Halle, Wiesbaden gegen Dresden und Ingolstadt gegen 1860 München. Also die 6 Spiele, die haben es durchaus in sich. Ich würde sagen, es kann losgehen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz der dritten Liga. Der 38. Spieltag steht an. Es sind noch einige Entscheidungen offen. Wer steigt direkt auf? Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Und wer muss runter in die Regionalliga? Es ist einiges offen. Hier in Ingolstadt haben wir das direkte Duell um Platz 3. Ingolstadt sogar noch mit der Chance, Zweiter zu werden. Also alles dabei. Das hier die erste Station und wir geben zum ersten Aufsteiger. Das ist Dynamo Dresden. Sie haben es sich am letzten Wochenende bereits gesichert. Zu Gast heute in Wiesbaden möchte man mit einem Punktgewinn die Meisterschaft klar machen. Man ist 2 Punkte vor Hansa Rostock und man hat das deutlich bessere Torverhältnis. Also ein Punkt reicht, um Meister zu werden. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Ziel, das die Dresdner erreichen wollen. Mal schauen, wie viel sie gefeiert haben, wie viel sie noch Fußball spielen können. Wir geben nach Rostock. Und der FC Hansa Rostock hat zwar mindestens mal Platz 3 sicher, aber wenn man so auf der Pole Position steht, dann kann man sich damit sicherlich nicht zufrieden geben. Zweiter Platz, es kann zum Meistertitel reichen, aber eben auch möglicherweise die Relegation. Hansa Rostock reicht nach menschlichem Ermessen, aber ein Punkt, um sicher als Zweiter aufzusteigen. Und das sollte gegen den designierten Absteiger Lübeck eigentlich möglich sein. Ab in den Abstiegskampf. Im Abstiegskampf gibt es ebenfalls 3 Partien, die zu betrachten sind. Nicht, weil der MSV Duisburg noch drin steckt. Nein, die Gastgeber vom SV Meppen, sie haben eine äußerst schlechte Situation. Sie müssen darauf hoffen, dass Oerdingen verliert und sie selber müssen dann gewinnen. Es könnte noch schlechter laufen oder noch schlechter aussehen, aber richtig gut ist diese Ausgangslage nicht. Also Oerdingen reicht schon ein Punkt und der würde die Bayern schon absteigen lassen. Ja, bevor wir dann zum FC Bayern schauen, gucken wir aber doch mal auf die Krefelder. Die sind zu Gast in Mannheim, der SV Waldhof Mannheim. Im sicheren Tabellenmittelfeld, da kann man durchaus zufrieden sein im Endeffekt dann doch mit dieser Saison. Der KFC Oerding wird wohl mit einem Punkt den Klassenerhalt klar machen können. Sicher wäre nur ein Sieg, aber im Prinzip würde ein Unentschieden aufgrund des Torverhältnisses schon reichen. Ja, und jetzt sind wir auch in München. Der Hallische FC ist zu Gast, der HFC hat sich auch schon gerettet vor ein paar Spieltagen. Die Bayern haben die mieseste Ausgangslage. Sie müssen darauf hoffen, dass Oerdingen verliert und dass der SV Meppen nicht gewinnt. Also man ist sogar auf 2 Plätze noch angewiesen. Das ist nicht unbedingt die beste Ausgangslage. Dann muss man selber gewinnen gegen den HFC, der zuletzt mal wieder zwischendurch aufdrehte. Also die Chancen stehen schlecht, aber wir gucken wieder nach oben. Ja, wir starten vor allem oben, der FC Ingolstadt in den roten Trikots, eben 1860 München zu Gast. Das Unentschieden aus Sicht der 60er gegen Bayern 2 war unnötig, man hat es aber eben immer noch in der eigenen Hand, Dritter zu werden, aber dafür muss man hier eben gewinnen gegen den, der noch aktuell auf Platz 3 steht, der FC Ingolstadt würde also mit einem Punkt auskommen, aber bei einem Sieg winkt eben auch der direkte Aufstieg. Also Ingolstadt muss da irgendwie die Balance finden. Letztes Jahr waren sie ja in der Relegation und da hat es nicht
gereicht am Ende gegen den 1. FC Nürnberg in allerletzter Sekunde. Also wenn es geht, auch am besten die Relegation vermeiden, aber die möchte man dann erstmal sichern. Kutschke mit dem ersten Versuch, Kopfball geht aber vorbei. Das sind die Eindrücke von hier. Ingolstadt legt gut los, ab ins nächste Stadion. In Wiesbaden, da ist alles etwas lockerer, nicht mehr so viel Druck. Dresden hat es eben schon geschafft, aber Turn Mannheim. Platz 1 winkt und jetzt winkt ein Tor, das ist in Mannheim der Fall. Let's go. 1:0 für Waldhof Mannheim, also der KFC Uerdingen, er muss jetzt ganz, ganz dringend aufwachen, wenn sie nicht allerspätestens jetzt bereits geweckt wurden. Was für ein Fehler hinten von Lukimia, der hier einfach den Ball herschenkt. Martinovic ist Nutznießer dieser Situation. Göbel kommt zu spät. Und so steht es 1:0 für den SV Waldhof. Meppen braucht jetzt ein Tor und dann würde Tor es Meppen reichen für Platz 16. Ist das schon das Tor für den SV Meppen? Nein, es ist das 1:0 für den MSV Duisburg, 0:1 für die Meidericher. Also Uerdingen kann zumindest aus der Perspektive erstmal kurz durchatmen. Jetzt ist der FC Bayern München 2 plötzlich in einer guten Situation, aber das kann sich ja auch wirklich minütlich ändern. Das ist hier alles in allem aber auch nicht Drittliga würdig verteidigt. Der SV Meppen muss schleunigst aufwachen. Aktuell schnuppert es hier ganz dramatisch nach Regionalliga. 8. Minute, 1:0. Ab nach Rostock. Wie bereits angesprochen, den VfB Lübeck hat es bereits erwischt. Aber sie zeigten dem FC Hansa Rostock im Hinspiel, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also es ist schon nicht so, dass die Lübecker hier sich irgendwie aufgeben würden. Arbeiten auch nach vorne. Rostock mit diesem Punkt aktuell Tor in Ingolstadt. Aber Ingolstadt scheint Druck zu machen. Oder doch 1860? Ingolstadt macht Druck. 11. Minute, 1:0 für die Schanzer. Ziehen nach Punkten gleich mit dem FC Hansa Rostock und würden 1860 München vollkommen rauskicken. Krause mit dem Führungstreffer kommt da frei zum Schuss gegen Hiller, überwindet den Münchner Schlussmann. Sicherlich Tor in Wiesbaden. Tor in Wiesbaden. Bitteschön. Wien Wiesbaden geht in Führung. Auch wenn es da eben um nichts mehr geht, möchte man sich nochmal gut verabschieden und das ist erst eine tolle Parade von Broll, dann aber auch ein Abschluss, der sich sehen lassen kann, drückt ihn dann über die leere Linie, da ist Broll, aber ohne eine Möglichkeit, hat den erst gut gehalten, beim zweiten ist er machtlos gegen Gianluca Korte, also 1:0 hier, wir wechseln nach München. Der FC Bayern guckt mit Vergnügen auf die anderen Plätze und kommt jetzt auch nach vorne. Der hallische FC aber ist hier nicht auf Feuerwerk aus. Da wird man defensiv erstmal seine Hausaufgaben machen wollen. Jetzt kommen die Bayern aber auch nicht durch. Also Tor in Meppen! Naja, das kann sich sowieso wieder erledigt haben. Tor in Meppen bitte. 0:2, der SV Meppen schlägt sich selber und die Chance drin zu bleiben, sie wird immer kleiner. Domaschke, was für ein Fehler, dann ist das von Stoppelkamp auch gut ausgenutzt, aber das darf natürlich nie im Leben passieren und dass dann einer wie Stoppelkamp das dann ausnutzt, der einen historischen Distanztreffer in der Bundesliga 1 erzielte für den SC Paderborn. Ja, jetzt macht er hier das 2:0 und schießt Meppen vielleicht jetzt schon in die Regionalliga. Ja, das sieht alles nicht so gut aus. Dynamo Dresden liegt auch hinten, arbeitet am Ausgleich und kommt
Tor in Mannheim. Über die linke Seite, wir können uns aber nicht so ganz beruhigen. Tor in Mannheim. Ödingen schlägt zurück. Kiprit mit dem 1:1. Und dann ist es egal, was Meppen macht, was Bayern 2 macht. Aber auch hier, was für ein Bock. Also die Defensiven heute scheinen nicht so richtig sattelfest zu sein. Nutznießer ist der KFC Oerding, der früh in Rückstand geriet, aber sich hier auch schnell dann wieder einfinden konnte. Sehr wichtig für die Krefelder, ohne Frage. Sowieso von minus 3 Punkten geplagt. Das hätte sie ja um ein Haar die Liga gekostet. Kann es auch immer noch die Liga kosten. Aktuell sieht es aber ganz gut aus, weil auch die Konkurrenz eben noch nicht die Hausaufgaben erledigt. Der ganz große Druck lastet noch nicht auf dem KFC. Vor allem dieses 1:1 wird sicherlich auch Selbstvertrauen bringen. Wagner mit dem Ball. Gut auf Kiprit. Der wird doch nicht direkt doppelt zuschlagen. Kiprit. Nein, in die Arme von Bartels. Ab ins Ostseestadion. Was macht Hansa Richtung zweite Liga? Aktuell sieht ja noch alles gut aus. Sie geben sich Mühe, aber die Balance zwischen stabiler Defensive und mutiger Offensive, sie muss aktuell noch ein wenig gefunden werden. Knapp 25 Minuten gespielt. Jetzt kommt die Kogge vielleicht mal in eine Gegenbewegung. Rein legt den Ball zu Omladic. Verhook, Türpitz, Omladic, Schrieble. Ball erstmal geklärt. Boland. Ah, springt da der Ball vom Fuß. Bentley Wexler-Bahn ist aufmerksam. Der FC Hansa Rostock lässt gerade nicht locker. Der lässt gerade nicht locker. Und Philipp Türpitz macht das 1:0. Der FC Hansa Rostock mit großen Schritten in Richtung zweite Fußball-Bundesliga. Verhook mit der Vorlage. Philipp Türpitz macht das Ding rein. Und die Ausgangslage, sie könnte kaum besser sein. Und dadurch machen sie Druck auf Dresden. Denn Tor in München. Könnte Hansa Rostock auch den Meistertitel anvisieren. Währenddessen in München der Hallische FC nochmal 3 Punkte anvisiert. Steht da im Tabellenmittelfeld mit äußerst schlechtem Torverhältnis. Minus 8. Aktuell nur noch minus 7 durch diesen Treffer von Terence Boyd. Der FC Bayern München sowieso machtlos, wenn Oerding nicht verlieren sollte. Nun ja, es steht 0:1. Der Meister aus dem Vorjahr, der natürlich nichts mit der Mannschaft aus der letzten Spielzeit zu tun hat, scheint sich aber aus der Liga zu verabschieden. Bayern 2 hat nicht die allerbesten Voraussetzungen, nach einer knappen halben Stunde noch irgendwie die Liga halten zu können. 0:1 hier und wir wechseln das Stadion. Wir sind bei den Schanzern. 1860 kommt Lex mit dem Abschluss gegen Buntic, aber die Fahne des Assistenten ging dann doch hoch, hat ein bisschen gedauert. So deutlich war es auch nicht, aber schon richtig. Das muss er besser machen, Stefan Lex. Das kann er eigentlich auch besser. 1860 braucht auf jeden Fall 2 Tore, um Ingolstadt zu überholen und in die Relegation zu gehen. Da würde sich dann ja noch rausstellen in der zweiten Bundesliga am Sonntag, wer denn der Gegner werden würde. Steinhardt mit der Flanke und Gauss klärt. Es könnte auch 1860 gegen Regensburg werden. Und da gibt es ja noch eine offene Rechnung. Naja, wir wechseln. Sind mal wieder in Wiesbaden. Also das ist hier wirklich alles mit relativ lockerer Leine geführt. Aber Dresden eben trotzdem in dem Wissen, ein Punkt würde schon zur Drittligameisterschaft reichen. Klar, das Hauptziel, der Aufstieg, der steht
über allem und wurde schon erreicht. Aber so ein Pokal sieht doch sicherlich auch nicht schlecht aus in der Vitrine. Tor in Rostock! Und Rostock, machen sie Druck oder geben sie nach? Rostock macht richtig Druck! Jetzt muss schon Abenteuerliches passieren, dass der Aufstieg komplett aus den Händen gleitet. Aber jetzt riecht es sogar aktuell nach Meisterschaft. 2:0, Bentley, Baxterbahn. Ein Ex-St. Paulianer, der großen Anteil hat am Aufstieg der Rostocker. Respektable, überragende Saison der Kogge. Sie wird wohl mit dem Aufstieg enden und das zu Recht. Und die Saison des SV Meppen, sie wird wohl mit dem Abstieg enden. Es sei denn, hier passiert noch ganz Wildes. Also das sind dann ähnliche Ausmaße wie in Rostock, die dann passieren müssten. Aber es sieht Tor in München einfach schlecht aus. Tor in München, wird der Druck nochmals erhöht. Durchaus. Der FC Bayern München mit dem Ausgleich. Jetzt würden sie zumindest erstmal an Meppen vorbeiziehen. Davon kann man sich aber noch nichts kaufen. Stiller bleibt erst hängen, schließt dann ein zweites Mal ab. Der Hallesche FC verkauft sich sehr, sehr teuer. Hier war ein bisschen Pech mit dabei. Aber unter dem Strich... Tor in Mannheim! Geht das schon so in Ordnung? Und in Mannheim... Ja, das nächste Tor. Uerdingen geht in Führung. Mike Feigenspahn mit dem 2:1. Und in Meppen und München können sie so langsam die Lichter ausschalten. Eben in dem Wissen, selbst ein Punkt der Gäste aus Uerdingen in Mannheim würde schon dafür sorgen, dass vor allem die Bayern nicht mal rechnerisch noch was machen können und Meppen müsste in so utopischer Höhe gewinnen gegen den MSV Duisburg, dass es einfach nicht realistisch erscheint. Nicht mal in einer Fabelwelt könnte man sich das aus Meppener Sicht irgendwie malen. Der KFC Uerdingen, er ist auf sehr gutem Wege. Zuletzt auch leicht formverbessert. Würde es am Ende dann wohl auch der verdiente Klassenerhalt sein. Und trotzdem, wie die Zukunft dieses Vereins aussehen wird, es ist nicht gerade eine rosige Zukunft. Aber das hier wäre ein wichtiger Schritt. Wir sehen aber auch, Waldhof Mannheim hat hier noch lange nicht abgeschlossen. Da muss der Gästekeeper eingreifen, klärt zur Ecke. Werden auch die letzten Szenen in der ersten Halbzeit sein. Auf den anderen Plätzen ist bereits der Pausenpfiff ertönt. Wir sind also nur noch hier in Mannheim und alles schaut auf die Waldhöfler. Die Ecke aber nicht so gut getreten. Szene läuft noch nicht der Halbzeitpfiff. Boyamba kommt aber nicht durch gegen Dorda. Und dann war es das auch hier. Also Uerdingen macht einen wichtigen Schritt, noch nicht den entscheidenden in Richtung Drittliga-Klassenerhalt, aber das Tor von Feigenspahn, es machte die Tür ganz weit offen. Ganz weit offen, ganz weit auf und jetzt ist sie weit offen. 2:1 für Uerdingen. Wir gucken kurz auf die Ergebnisse und wie die Tabelle momentan denn aussieht. Ja, Rostock führt 2:0 gegen Lübeck, Mannheim, Uerdingen 1:2, Meppen 0:2 gegen Duisburg, Bayern 2 gegen Halle 1:1, Wiesbaden führt 1:0 gegen Dresden und Ingolstadt führt 1:0 gegen 1860. Was würde das denn aktuell bedeuten? Rostock, ja, wäre tatsächlich sogar Meister mit 73 Punkten. Dynamo Dresden auf Platz 2 mit 72 Punkten, Ingolstadt macht sich da dicht dran, raubt sich daran, aber Platz 3 wäre dann das höchste der Gefühle. 1860 wäre tatsächlich aktuell komplett raus aus dieser Rechnung. Sie müssen gewinnen, ansonsten wird das nichts mehr. Und unten sehen wir es, Uerdingen würde sogar noch einen Platz klettern. Kaiserslautern aber nicht mehr abstiegsgefährdet. Der FC Bayern 2 klettert auch einen Platz, steigt trotzdem momentan ab. Und der SV Meppen ebenfalls.
Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß dabei, danke fürs Reinschalten. Und wenn es euch später gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Aber jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit und hoffentlich mit einigen Toren. Zurück in der zweiten Halbzeit, zurück in Ingolstadt. Der FCI gerade auf Kursrelegation zum zweiten Mal in Folge und es wird wohl keinen Weg dran vorbeiführen. Also mit dem direkten Aufstieg wird sicherlich nichts mehr. Und Platz 4 erhofft man sich sicherlich auch nicht. Da beißt man dann in die saure Zitrone-Relegation. Und vielleicht schafft man es dann dieses Mal. Der TSV 1860 München spielt eine überragende Saison, aber vielleicht ist es dann heute der entscheidende Tag, an dem es nicht zu 100% funktioniert. Trotz einer tollen Saison wird es am Ende nur Platz 4 und Tor in Rostock. So oder so ein großer Erfolg, aber vielleicht für sie nicht groß genug. Und jetzt wird es hier plötzlich nochmal spannend. Oder wie oder was? 2:1 nur noch. Der VfB Lübeck. Ein geschlagener, ein abgestiegener, aber noch keiner, der sich aufgegeben hat. Netter Dropkick vorbei an der Krake Kolke, der hier überhaupt nichts machen kann. Also 2:1. Na, fängt da ein bisschen das Flattern ein beim FC Hansa Rostock. Sven Mende jedenfalls nutzt die Lücke, schließt an, aber Lübeck bräuchte noch 2 Tore, um Rostock von dem zweiten Platz zu verscheuchen. Tor in München! Ach, und Tor in München. Bitteschön. 2:1 für den FC Bayern. Zumindest ihre eigenen Aufgaben werden erledigt. Und dennoch ist das momentan nicht mehr als ein Klettern in der Tabelle von Platz 18 auf Platz 17. Sie stehen immer noch unter dem Strich. Und sie müssen sich auf Mannheim verlassen. Ob da nochmal was geht, wer weiß das schon. Wir wechseln die Station. Aber das Mappen hier nochmal zurückkommt, es sieht nicht danach aus. Dafür ist Duisburg heute auch zu abgeklärt, zu überlegen. Die haben hier keine Probleme, auch wenn der MSV zuletzt gegen den FC Ingolstadt mit 1:5 daheim unterging. Ist es doch von der Qualität und vom Selbstvertrauen, vom Auftreten, von allem eigentlich eine ganz andere Mannschaft, dass Duisburg und Meppen mal um das gleiche Ingolstadt gespielt haben vor kurzem, ist kaum zu glauben. Piosek kommt nicht durch, Tor in Ingolstadt. Das könnte möglicherweise schon die endgültige Entscheidung sein im Kampf um Platz 3. 2:0 für den FCI. Kajubi erhöht und Hiller muss hinter sich greifen zum zweiten Mal, kann da überhaupt nichts machen, also bereits angesprochen, 1860 trotz einer guten Saison, die Vergoldung, sie wird wohl nicht dazukommen, dafür ist Ingolstadt aktuell zu stark. Und wie stark ist noch Dynamo Dresden nach einer Woche der Feier? Was ist das für ein Tor? Königsdorfer! Eins zu eins Ausgleich. Und was bitte war das für ein absolutes Traumtor? Aktuell sogar das Tor zum Meistertitel, aber dieses Tor von Ransford Yeboah Königsdörfer, es ist ein Gemälde, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was für ein Tor zum 1:1. Super Sport hier, wir wechseln bitte.
Wir sind mal wieder in Mannheim unterwegs, wo der SV Waldhof bemüht ist, der KFC Uerdingen aber mit dem 2:1 im Rücken doch auch von Minute zu Minute sicherer wird. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass es hier noch komplett gedreht wird, aber wir sind offen für Spektakel. Wenn erstmal das 2:2 gefallen ist, dann ist sowieso alles möglich. Und da die Bayern aktuell gewinnen würden, muss Uerdingen eben auch mindestens einen Punkt holen. Ferrati. Nochmal der Ball raus. Kostli. Tor in Rostock. Aber es fehlt irgendwie der Abschluss und wir haben Tor in Rostock. 3:1 für den FC Hansa Rostock. Das 2:1 hat sie nicht wirklich beeindruckt. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es klar ist, dass der FC Hansa Rostock zurückkehrt in die zweite Fußball-Bundesliga. Ja, aktuell würden sie Tabellenplatz 1 wieder verlieren aufgrund des Ausgleichstreffers von Dresden. Aber John Verhoek in der 65. Minute, ja auch ein Ex-St. Paulianer, also Geschichten, die ja auch in Hansa Rostock geschrieben werden, beim FC Hansa Rostock, in Rostock, an der Ostsee. Also es ist alles serviert für einen wunderbaren Saisonabschluss einer eben auch zweitligareifen Saison beim FCH. Der VfB Lübeck, ja, er wird nächstes Jahr zwei Ligen davon entfernt sein. Und trotzdem geben sie sich nicht auf. 3:2, was ist denn hier bitte los? Vielleicht doch schon ein Tick zu sehr in der Feier, der FCH. Super gespielt von Lübeck. Dann mit der Seite von Deters hinein ins kurze Eck. Kolke kriegt nicht mehr rechtzeitig die Arme zum Ball. Also hier ist was los. 5 Tore. Tor in Wiesbaden. 2:2. Tor in Wiesbaden. Wird Rostock jetzt doch Meister? Momentan wären sie es dann doch wieder. 69. Minute auch hier. 2:1, also knappe Führung für die Gastgeber. Es ist ein turbulenter, ein torreicher letzter Spieltag in der dritten Liga. Und Dynamo Dresden, Mann. Jetzt kassieren sie hier doch noch ein paar Gegentore. Weniger als 30 kassiert in der Saison. Jetzt aber kommen eben einige dazu. Also die 30-Gegentor-Marke, sie wurde bedauerlicherweise geknackt. Ein Wermutstropfen in einer überragenden Saison. Ja, überragend war weder bei Bayern noch Halle etwas, aber der hallische FC, er hat überlebt und das ist ausschlaggebend für den Verein. Und der FC Bayern München, er führt zwar, muss jetzt aber auf 2 Tore der Mannheimer hoffen gegen Uerdingen. Es sind noch 20 Minuten auf der Uhr. Es wird gezittert und gebibbert und man darf eben auch kein Gegentor kassieren. Dann ist es sowieso vorbei. Jetzt kommt noch Niedfeld rein. Der HFC will sich sicherlich auch zumindest mal mit einem Punkt verabschieden aus der Liga. Also der HFC gerade auch nochmal in einer Drangphase über Böder. Richtig gutes Durchkommen ist da nicht. Klar, die Bayern haben ein gutes Torverhältnis. Auf das wird es am Ende nicht mehr ankommen. Also wenn sie hier gewinnen sollen oder wollen, dann ist es egal, was drüben passiert. Welsmüller dazwischen klärt zur Ecke. Die nehmen wir natürlich noch mit. Vielleicht kommt hier der Ausgleich. Tor in Wiesbaden. Wenn er kommen sollte, dann wechseln wir. Tor geht vor in Wiesbaden.
3:1 für Wien Wiesbaden, eine Viertelstunde vor dem Ende. Also, das ist schon, ja, durchaus erstaunlich. Also, auch die Wiesbadener, sie wandeln zwischen Genie und Wahnsinn in dieser Saison. Trotzdem kann man unter dem Strich zufrieden sein. Man hat sich sehr gut stabilisiert in dieser dritten Liga nach dem Abstieg. Da gibt es ja auch Mannschaften, die dann komplett durchrauschen. Wiesbaden hat sich zu einer überdurchschnittlich guten Drittligamannschaft zusammengestellt. Jetzt führen sie hier gegen Dynamo Dresden, aktuell nur noch Tabellenzweiter, mit 3:1. Und mal schauen, ob sie das dann über die Zeit bringen können. Dresden bräuchte jetzt 2 Tore aktuell, um Meister zu werden. Und mit der Offensivkraft ist das sicherlich nicht unmöglich. Und prompt haben wir hier das 2:2 in München. Mensch, also das kam gerade ein bisschen aus dem Nichts. Zumindest für die Konferenzzuschauer. Also so richtig mitgeschnitten hatte jetzt auch der Kommentator das nicht. Aber es steht 2:2. Jonas Niedfeld reingekommen, ausgeglichen. Bayern weg, Meppen weg. Oerding gehalten aktuell. Vielleicht passiert ja noch was. Ah, wir sind noch mal in Meppen. Es sind möglicherweise die letzten Drittligaschritte, die wir sehen hier in der Konferenz vom SV Meppen. Zumindest mal für ein Jahr. Und dann aus der Regionalliga wieder hochzukommen, das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Aber es wird nicht mehr langen. Jetzt kommt Buadus, will vielleicht sogar nochmal erhöhen. Vor Duisburg kann man hier den Hut ziehen. Das ist wirklich eine Leistung über jeden Zweifel erhaben. Und am Ende dann doch ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss. So versöhnlich er sein kann, wenn man im unteren Tabellenmittelfeld steht. Aber wenn sie an die Leistungen anknüpfen aus den vergangenen Wochen, dann geht vielleicht nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr nach oben. Jetzt hier gerade fast das 0:3. Aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen. 0:2 hier. Wir verabschieden uns schon mal und wechseln nochmal den Schauplatz. Ja, hier richten sich die Augen auf den SV Waldhof Mannheim, aber der KFC Oerding lässt in dieser zweiten Halbzeit quasi nichts anbrennen. Ja, Stremski jetzt mal und Quadwo. Da hätten jetzt dann vielleicht doch nochmal die Knie gezittert beim KFC, aber es gibt nur Ecke. 5 Minuten vor dem Ende. Und ja, die Tabelle würde momentan dem KFC Oerding am besten gefallen. Sie würden Tor in Wiesbaden! So in der Liga halten und jetzt haben wir ein Tor in Wiesbaden. Schauen wir mal. 3:2, Dynamo Dresden ist wieder da und ja, weil der FC Hansa Rostock noch führt, braucht Dresden noch ein Tor, um dann doch Meister zu werden. Und jetzt ist die Möglichkeit wieder groß. Da Ferner mit dem Anschlusstreffer. Hineingewuchtet ins kurze Eck. 3:2, er holt den Ball aus dem Tor, klares Zeichen. Dresden will jetzt auch als Meister aufsteigen. Sieht immer noch besser aus, 86. Minute. Und nochmal nach Ingolstadt. Ja, relativ selten gewesen hier in der zweiten Halbzeit, einzig und allein liegt es daran, dass die Spannung fast zum großen Teil hier raus ist, oder nicht nur fast, die ist zum großen Teil hier raus. 1860 hätte 3 Tore gebraucht, aktuell bislang sind es 0 geworden. Und der FC Ingolstadt wird sich wohl in die Relegation spielen. Danach sieht es aus, weil Hansa Rostock eben auch die eigenen Hausaufgaben erledigt. Ball geht nochmal links raus zu Elva.
Gauss mit der Flanke, kommt sogar an. Der FC Ingolstadt hatte heute in den entscheidenden Situationen einfach die Nase vorn. Und jetzt ist es vorbei. 2:0 gewinnt der FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 München. Und das bedeutet, 1860 wird Vierter, Ingolstadt dritter Platz. Es geht für sie Tor also in Mannheim in die Relegation. Und jetzt haben wir noch ein Tor in Mannheim. 2:2. Wäre das bisschen früher gefallen, es hätte für Oerding nochmal richtig eng werden können. Jetzt ist es vermutlich nur Makulatur. Quadwo eben noch gescheitert, jetzt macht er das Ding rein. Weiß nicht wohin mit seiner Freude. Läuft Tor in Wiesbaden! Quer macht das 2:2 und Tor in Wiesbaden. Das Tor zur Meisterschaft für die SG Dynamo Dresden. Da Ferner mit dem 3:3. Was ist das bitte für ein Spiel? Unglaublich. Wer hätte damit noch gerechnet, als es nach 75 Minuten 3:1 stand? Aber Dynamo wollte es einfach an sich reißen. Der Meister der dritten Liga 2020-2021. Er wird wohl vor allem dank Christoph da Ferner Dynamo Dresden heißen. Nochmal schnell nach Rostock. Die letzten Sekunden verrinnen. Der FC Hansa Rostock von Platz 1 genommen, aber auf Platz 2. Dank dieses sich anbahnenden 3:2 Erfolgs gegen Lübeck. Und jetzt wird die Spannung nochmal erhöht. Torschütze Deters zum 3:2 wird ausgewechselt. Hansa Rostock wenige Augenblicke davon entfernt, zurückzukehren in die zweite Fußball-Bundesliga nach Jahren der Abstinenz. Und jetzt ist es vollbracht. Rostock gewinnt mit 3:2. Krönt eine überragende Saison mit dem Aufstieg. Die Feierei kann losgehen. Fans im Stadion, die sich freuen, die feiern dürfen und dann vielleicht ab nächster Saison dann auch wieder zahlreich hoffentlich hier im Ostseestadion im Block stehen können. Was für ein Finish, was für ein Finale. Rostock gewinnt mit 3:2, aber Meister wird man woanders. Und zwar hier in Wiesbaden. Dynamo Dresden rettet sich eben in allerletzter Sekunde zur Meisterschaft. Da konnte man sich letzten Sonntag freuen und jetzt freut man sich ein weiteres Mal. Und unter dem Strich ist diese Mannschaft von Dynamo wohl auch die beste in dieser dritten Liga gewesen. Es gab immer mal wieder Hürden, die nicht fehlerfrei übersprungen wurden, aber letztendlich ist es dann doch dieser Titel, der Dynamo gut zu Gesicht steht und verdient ist. Herzlichen Glückwunsch, Dynamo Dresden! Ein turbulentes Jahr in der dritten Liga geht zu Ende. Ein turbulentes Jahr von SG Dynamo. Die dritte Liga unter Corona-Bedingungen überstanden. Ja, und ab nächster Saison heißt es dann wieder spielen in der zweiten Bundesliga. Vielleicht in der besten und bestbesetztesten zweiten Fußball-Bundesliga, die es jemals gab. Und Dynamo gehört ganz sicher da hinein und unterstreicht den Titel des Fußballunterhauses. Also, das war's aus der Konferenz. Mit diesen Bildern möchten wir uns verabschieden. Es sind Bilder des Feierns auf Seiten Dynamo Dresdens. Ja,
Das soll es mit dieser Konferenz gewesen sein. Links seht ihr die Endergebnisse und dann gucken wir nochmal, was bedeutet das denn? Ja, es gibt 4 Spiele, die nicht prognostiziert wurden. Da ging es eben um nichts mehr. Deswegen sind die auch noch nicht mit einberechnet. Aber die entscheidenden Plätze beobachten wir mal. Dresden, Meister geworden. Rostock, punktgleich mit aufgestiegen. Ingolstadt durch den Sieg über den TSV 1860, 3. Platz geworden, also gehen sie in die Relegation gegen den 16. der 2. Liga 1860, zumindest die DFB-Pokal-Qualifikation. Sie wurde sich durch diesen Platz gesichert und unten Uerdingen bleibt drin. Der FC Bayern München 2 und Meppen müssen runter. Am letzten Spieltag wurde das dann manifestiert, Lübeck und Haching schon länger abgestiegen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Viel Spaß, es in echt zu verfolgen. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt noch die 2. Liga. Haut rein und adios.